Grüß dich, Chef. Ich beobachte dich schon lange. Wie? Das ist für dich. Wieso? Ich bin ein großer Fan von dir. Ach, das für mich? Ja, das ist das aber nett. Dankeschön. Bitte schön. Ja. Und ich hätte gerne ein Autogramm. Nee, das tut mir leid. Das es geht. Oh. Darf ich mal kurz stören? Bitte? Krieg ich ein Autogramm? Von mir? Ja, von dir. Ja. Ja? Ja, hast du was zu schreiben? Ja, hab ich. Weil das glaubt mir keine Sau, wenn ich das heute allen erzähle. Wie, du willst das allen erzählen auch noch? Ja, so ein paar Leuten. Ja, ich war schon mal bei dir in der Sendung. Wie? Echt? Ja, nicht in deiner Sendung als Auftritt, sondern als Zuschauer. Ja. Als Zuschauer? Ja. Ach, guck mal an. Da warst du zufrieden. Ja. Hat sich das gelohnt, das Geld? Ja. Ich hab's nicht bezahlt, ich hab dir umsonst gekriegt, die Karten. Wie, von wem? Mein Ex-Freund war Schornsteinfeger bei dir im Viertel und dein Vater hat uns die gegeben. Ja, dann viel Spaß noch. Ja. Weiterhin tolle Sendung. Ja, wink noch mal kurz. Nee, da oben. Ich hätte gern ein Autogramm von dir. Bitte? Ich hätte gern ein Autogramm von dir. Ja. Leider nichts dabei. Ja, vorhin möchte was von Ihnen. Fotos machen mit dem. Bitte? Ja, vorhin will ich Fotos machen mit dem. Kann das machen? Ja. Hier oder was? Ja. Hier. Wir müssen so ein bisschen rutschen. Ja, ein bisschen, ja, bitte. So. Ja, ein bisschen. Was? Freundlicher? Bisschen freundlicher, ja. Können Sie bitte. Mütze ausziehen. Mütze ausziehen? Ja. Ja. Nee. Bisschen zur Seite. Bisschen zur Seite. So. Ja. Ja, so ist besser. So, wo kommen Sie denn her? So. Was? Sind Sie unten? Aus Moskau. Aus Moskau? Ja. Nach Moskau. Wie? Was ist, wieso aus Moskau? Ja. Kennen Sie mich in Moskau? Nee. Die Zeitung gerade hoch. Nochmal. Nee, Zeitung. Nee, ohne Zeitung, bitte. Weil man kennt mich in Moskau? Kennt man mich in Moskau? Ja, natürlich. Ich kenne das genug. Das ist genug. Okay. Und Achtung, und nochmal, jetzt wird immer die Zeitung hoch. Okay. Nee, bitte, ohne. Ja, jetzt habe ich nicht gut geguckt, nochmal. Noch mal. Ich habe doof geguckt gerade, nochmal. Das ist das Filmmotivierungsfoto. Bitte was? Nee, das ist was haben Sie gesagt? Meint jetzt, die ganze Film ist kaputt. Ah, okay, so nochmal. Aber ein bisschen besser so, ja. Wie? Das sieht ja super aus, ja. Ein bisschen mehr so. Noch eins, komm, noch eins. Oh, können Sie Brille ausziehen? Brille ausziehen? Ja. Ja, natürlich. Gut. Und Mütze auch. Ja, Hose aus, Schuhe aus. Nee. Das brauche ich nicht. Nee, habe ich schon. Ach so. So, das muss reichen. Ja, Glas, was? Jetzt was vergessen? Nee, Augen. Vergessen, Augen. Ach, Sie haben die Augen zugehabt? Ja. Ach du Scheiße. Nochmal. Also jetzt Zeitung weg, Brille runter. Ja. Und Augen zu. Und? Achtung. Okay. So, danke. Zufrieden? Danke schön. Bitte schön, auf Wiedersehen. Schöne Grüße. Darf ich auch mal ein Foto von uns machen? Bin was? Ich möchte gerne ein Foto haben, damit man mir das auch glaubt, dass ich dich gesehen habe. Wie? Und? Hast du ein Fotoapparat dabei? Handy. Ach, ein Foto-Handy, aber nur, ja, wenn ich das sehen darf. Ja, darfst du. Das Handy, erstmal das Handy. Erstmal das Handy. Handy. Erstmal kannst du wenigstens hier draufschreiben, bitte. Mein Gott, der geht doch hier. So, hey Mann, du bist einfach, ja, der Beste. Ja, ja, komm, ich du auch. Du bist der Beste. Natürlich. Findest du auch? Ja. Siehst du? Gut. Dann darfst du auch ein Foto machen. Super. Ja. Okay. Und zwar müssen wir jetzt beide da rein. Bitte? Was steht denn da so in der Zeitung? Hallo Stefan, kann ich ein Foto von dir machen? Bitte? Kann ich ein Foto von dir machen? Ich frag ihn. Erstmal den Manager. Ich muss ihn fragen, erstmal den Manager. Ja. Okay. Dankeschön. Bitteschön, Chef. Bitte, ich kann nicht so schlecht verstehen, du musst näher kommen. Du musst näher kommen, ich kann nicht so schlecht verstehen. Sind Sie nicht Stefan Raab? Ich kann nicht so schlecht verstehen, du musst näher kommen. Sind Sie nicht Stefan Raab?
Nein, bin ich nicht. Steht was Interessantes drin? Ja. Kahlschlag bei der Advance Bank. Dresdner Bank streicht im Zuge der Integration alle 400 Stellen. Jetzt Frage, was ist Integration? Das müsste man wissen. Ja. Das bevorstehende, du wolltest wissen, ob was Interessantes drinsteht, ne? Ja. Dann lese ich dir jetzt was vor. Das bevorstehende Ende der Advance Bank wird sämtliche 400 Mitarbeiter des Direktbrokers, was ist ein Broker? Den Arbeitsplatz kosten. Ein Sprecher der Muttergesellschaft Dresdner Bank bestätigte entsprechende Informationen der Süddeutschen Zeitung. Wir alle wollen Stellen abbauen. Nee, wir wollen alle Stellen abbauen. Wo ist der Unterschied zwischen wir alle wollen Stellen abbauen und wir wollen alle Stellen abbauen? Keiner. Doch, das ist ein großer Unterschied. Und wenn ich sage, wir wollen alle Stellen abbauen, dann meint er, dass sie alle Stellen abbauen wollen. Wenn er sagt, wir alle wollen Stellen abbauen, das heißt, dass alle Stellen abbauen wollen, aber nicht alle Stellen. Alle wollen nur Stellen abbauen, aber nicht alle. Und hier wollen sie alle Stellen abbauen. So, Anfang November werden sämtliche Aktivitäten und Kunden der Tochter auf die Mutter übertragen. Was heißt das denn? Alle sämtliche Aktivitäten und Kunden werden von der Tochter auf die Mutter übertragen. Hast du nicht aufgepasst? Ja. Es war doch von der Advance Bank die Rede, ne? Ja. So, du wolltest wissen, was interessant ist. Du hörst mir ja gar nicht zu, wenn ich das vorlese. Doch. Doch, also, die Advance Bank, ja, wird rechtlich mit wem verschmolzen? Mit den Kindern, also von der Mutter. Bitte? Mit der Mutter. Und wer ist die Mutter? Ja, deswegen lese ich das davor. Die Dresdner Bank. Ja. Ja, also. Und wer ist die Tochter? Die Finanzen da, diese... Wer? Diese komischen Dinger da. Die komischen Dinger, du hörst mir überhaupt nicht zu. Du kommst hierher, fragst mich was Interessantes, richtig? Ich lese dir was vor und du hörst mir gar nicht zu. Die Tochter ist die Advance Bank. Und die Mutter? Dresdner Bank. Richtig. Und die Tochter? Advance Bank. Richtig. So, das haben wir schon mal. So, ab Anfang November werden sämtliche Aktivitäten und Kunden der Tochter auf die Mutter übertragen. Die Marke Advance Bank soll verschwinden. Und übergehen in welche Bank? Dresdner Bank. Dresdner Bank. Was nämlich was ist? Die Tochter. Nee, die Mutter. Ja. So, nach Ansicht der Konzernmutter Allianz war im Vertriebssystem der Gruppe kein Platz mehr dafür. Das heißt also, die Konzernmutter der Dresdner Bank ist wer? Allianz. Genau. Und wer ist die Tochter von der Dresdner Bank? Die... Vergessen. Die? Allianz. Advance Bank. Advance Bank. Ja, so. So, wer war die Mutter? Die Allianz. Nein. Dresdner. Ja. Wer war die Konzernmutter? Gab's nicht. Doch. Die Konzernmutter von der Dresdner war? Ad-Dingsterbums. Was? Diese andere da. Die Advance? Ja. Nein. Die Allianz. Und Advance ist die Tochter von der Dresdner. Die Mutter ist die Dresdner. Die Mutter von der Advance ist die Dresdner. Deswegen ist die Advance die? Tochter. Von? Dresdner. Genau. Und die Konzernmutter von der Dresdner ist? Advance. Allianz. Allianz. Ja, klappt doch schon gut. Ja, das war's schon. Zufrieden? Okay. Ja. Ja? Klüger als vorher? Ja, ein bisschen. Ein bisschen, ja. Würde ich auch sagen. Ja, dann schönen Tag noch. Okay. Ne? Tschüss. Tschüss.